Zusammen. Heute schminken wir einen Look mit der Fioletti-Palette von Glam Shop. Das ist eine komplett, ich zeige sie euch mal, lila Palette, die von kühlen Tönen über, oder ist das warm oder kühl? Auf jeden Fall hat sie warme und kühle lila Töne. Es sind insgesamt 4 matte und 2, 4, 5 Schimmertöne drin. Und ich finde die einfach genial. Glam Shop ist eine meiner Lieblings-, beziehungsweise eigentlich meine Lieblings-Brand, die ich, war das letztes oder vorletztes Jahr, für mich entdeckt habe über ein, ich glaube auch ein Video über Marthas, irgendwas mit Marthas. Die hat auf jeden Fall auch schon mit Mikas Beauty Shop kollaboriert und dann, guten Morgen, und da, ja, mit denen eine Palette kreiert. Und die ist, ich glaube, die kommt aus Norwegen, so wie sie das immer sagt. Und sie hat halt Glam Shop so extrem vorgestellt. Und ja, da musste ich einfach mal bestellen. Und seitdem, ich liebe die Brand. Die macht halt saugeile Schimmertöne. Die macht matte Töne, die in Ordnung sind. Das sind jetzt nicht die allerbesten matten Töne, aber gerade die Schimmertöne, die hauen einen echt um. Und dafür würde ich einfach bei denen immer wieder kaufen, weil ich die einfach so genial finde. Die haben von Duochromes, von Multichromes, von Glitzertöne, von High-Shine-Metallic-Töne, die haben wirklich alles dabei. Ich nehme jetzt einmal die Urban Decay Primer Potion und prime da mal mein Augenlid. Übrigens könnt ihr immer noch mitmachen bei unserem YouTuber-Wanderpaket. Nur mal so, wer sich da noch melden möchte, meldet sich gerne bei mir unter meiner E-Mail-Adresse. Dankeschön. Oder unter der E-Mail-Adresse von Claudia von dem Kanal Belladonna This is Life. Und dann kann man halt bald auch mal so langsam starten, denke ich mal. Wir haben jetzt, ich glaube, insgesamt, ja, die Schimmertöne sind super, super leicht gepresst. Also wer öfter mal seine Palette fallen lässt, so sollte man das nicht bei Glam Shop machen, denn sonst hat man Glam Shop überall. Also man muss schon wissen, wie man mit der Indie-Brand umgeht, beziehungsweise mit der Marke umgeht. Aber es ist halt auch kein Mainstream, ne? Also es ist schon Mainstream. Die sind im polnischen DM vertreten, hier halt bei uns noch nicht. Aber es ist halt, es ist irgendwo was Besonderes, mit der zu schminken. Nicht jede Formulierung funktioniert auch gleich, aber ich finde immer, oder ich habe das zwischendurch echt gerne. Also ich bin nicht immer eine, die komplett die gleichen Formulierungen jeden Tag macht, sondern ich mag auch gerne einfach mal experimentieren und auch mal mit Schimmer und Glitzer experimentieren. Bei Glam Shop Lidschatten hast du auch manchmal das Problem, dass die mit einem Glitterglue, zum Beispiel den von NYX, total nicht harmoniert, ne? Also Glam Shop würde ich empfehlen, als erstes einmal ohne Glitter-Primer aufzutragen, also nur mit normalem Primer, und dann gucken, ob der Lidschatten da hält. Ich hatte schon einige Formulierungen von Glam Shop, wo das 10-mal besser ohne diesen Glitter-Primer funktioniert hat, und mit Glitter-Primer sind die total gecreased. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen, da muss man ein bisschen experimentieren, aber wenn man Bock hat auf Experimente, da liegt man auf jeden Fall dann bei Glam Shop komplett richtig. So, ich zoome euch jetzt mal einen Tacken ran und dann starten wir einfach mal mit dem Look. Ja, der gestrige Look war ein Statement-Look, ich sage mal so. Dafür, dass ich am Nachmittag dann wirklich nur mit Schlabberhose und gemütlicher Hose rumgesessen habe, war dann ein bisschen over the top, aber ich habe es voll gefeiert. Ja, und heute gibt es halt einen pur lila Look. Das ist halt der dunkelste Ton. Da ist der dunkelste, der ist eher, ich swatch einfach mal die Schimmertöne. Der ist eher Satin-Finish, aber trotzdem noch gut glänzend. Der untere ist hier sehr dünn vom Ton her. Also der ist viel, genau. Passte gestern total zur Jahreszeit. Ja, das stimmt, dass das war. Und heute Morgen ist ja bei uns Glatteisgefahr ohne Ende. Also das ist einmal der Rosé-Ton. Dann haben wir da noch in der oberen Reihe darüber einen lila Ton, der so ähnlich ist wie der von gestern, würde ich mal sagen. Der changiert zwischen lila und blau. Dann haben wir da noch einen, den Ton drin. Sehr ähnlich zu dem hier, aber einen Tacken heller. Und dann haben wir noch den fünften Ton, den finde ich ja genial. Das ist so ein lila Goldton. Ich hatte zuerst gedacht, als ich die mir gekauft habe, dass der ähnlich ist zu dem Ton aus der
Paris-Palette von BH Cosmetic ist es aber nicht. Der ist irgendwo doch noch sehr, sehr anders vom Shift her. Und ich glaube, auf jeden Fall werde ich da irgendwas mitmachen und heute mal in den Pinkton gehen. Denn die beiden oder den Ton hatten wir ja so ähnlich gestern schon. Und die Töne sind in Ordnung, sind aber jetzt auch nicht die besondersten von Glam Shop. Also Glam Shop packt immer sehr viele unterschiedliche Formulierungen in ihre Paletten rein, sodass man Art Toppertöne hat, sodass man aber auch sehr folierte Töne hat, sodass man irgendwelche Shifty Shades dabei hat. Also ich finde die genial. Ich muss immer sagen, ich liebe einfach Glam Shop. Glam Shop macht für mich eine der besten Sachen. Und die habe ich jetzt im Sale für 8 oder 12 Euro ergattert. Und ich glaube, sowas kriegt man halt einfach nicht bei uns irgendwo im Sale, beziehungsweise bei uns in den Stores, in den Läden. So, ich gehe jetzt, weil ich weiß, dass die Glam Shop Lidschatten sich nicht unbedingt extrem schichten lassen, in den dunkelsten Ton. Der heißt nämlich auch Violetti, wie die Palette. Und setze mir den hier hinten hin. Die sind auch die Mattentöne sind super, super leicht gepresst. Ich hatte das Gefühl, dass die letzten neueren drei Paletten nicht mehr ganz so seicht und sanft gepresst sind, wie jetzt hier die älteren Paletten. Man muss halt wirklich vorsichtig reingehen. Ich habe vor 3-4 Jahren mal bei Glam Shop bestellt. Was mich nervt, ist die Umrechnerei von polnisch Zloty in Euro und das in der EU. Also Glam Shop hat jetzt auf deren Website direkt die Umrechnung. Also man braucht es nicht mehr selber machen. Man kann einfach die Glam Shop-Seite auf Englisch einstellen und dann Euros und dann ist man damit fertig. Also ich weiß nicht, vor Jahren war das vermutlich mal anders, aber die haben also auch deren Website so ein bisschen angepasst und man braucht also nichts mehr umrechnen. Man kriegt keinen Versandkosten frei, das ist so das einzige Schade daran. Man zahlt immer um den Dreh 6 Euro irgendwas oder knappe 7 Euro für Versandkosten, also im Prinzip ein ganz normales DHL-Paket. Bis jetzt ist auch noch nichts von meinen Glamshop-Bestellungen irgendwo kaputt gegangen. Also die Sachen sind recht gut verpackt. Jeder einzelne Lidschattenton hat nochmal so einen runden Pömpel drauf. Es ist noch nichts gebrochen irgendwie angekommen oder kaputt irgendwo angekommen. Und die haben halt jetzt auch so langsam, es sind nicht immer alle Sachen, aber für die meisten Sachen haben die auch eine Übersetzung irgendwo auf der Internetseite. Auch die Namen sind dann übersetzt. Ne? Also wirklich das ganze Produkt ist dann übersetzt, die Namen sind übersetzt, es ist alles irgendwo übersetzt. Also da braucht man jetzt nicht mehr, die haben da sich echt weiterentwickelt. Ich weiß, dass die vor Jahren oder vor 2-3 Jahren noch ihre ganzen Lidschatten auf Single-Lidschatten. Ich habe mal eine große Leerpalette gefüllt mit Glam Shop runtergeschmissen, 70 Euro weg, ja. Das ist krass. Also ich habe bis jetzt erst einen mal runtergeschmissen, den habe ich mir dann neu gepresst. Das war einer von den Crystal Eyeshadows. Der ist ja so dieses Highshine, was es auch bei der grünen Palette, in der grünen Palette so drin ist. Und den habe ich mal wieder neu gepresst, weil, der war halt über meinen Badezimmerboden verteilt. Das ist echt so ein bisschen schade. Also da muss man wirklich aufpassen, dass die halt, dass man damit sehr, 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 sehr vorsichtig umgeht. Aber ansonsten ist Glam Shop halt auch wirklich mega, mega gut. Von der Pigmentierung her. Also mit dem Farbton habe ich jetzt so rein gar keine Probleme. Und ich gehe jetzt auch nur vorsichtig rein. Und das ist der Kickback, den man hat. Also Kickback ist bei dem Farbton jetzt wirklich gleich null. Und die ich sehe bei mir jetzt im Spiegel nicht irgendwo, dass der fleckig geworden ist oder dass der sich komisch hat irgendwo einblenden lassen. Also davon, den mag ich. Ich habe auch gemacht, hält irgendwie nicht, ab in die Tonne. Okay. Ich habe sonst nie Probleme mit Pressen, aber da hat es irgendwie nicht geklappt. Oh, schade. Ja, ich habe den neu gepresst
Und ich fand den sogar noch besser. Der war am Anfang, also in der Originalvariante war der Crystal Shadow sehr, sehr flaky, sehr, sehr grobkörnig. Und durch das Neupressen ist der halt relativ fein geworden und ließ sich dadurch sogar noch besser auftragen. Ich habe die dann einfach mit ein bisschen Alkohol wieder zusammengepresst. Oder den Lidschatten. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen funktionieren würde. So. Ich gehe in den rein und blende dann ganz zum Schluss mit dem aus. Bei den alten Paletten sind halt, oder es sind auch immer wieder zwischendurch sehr interessante Namen dabei, die ich halt einfach nicht aussprechen kann. Der kriegt jetzt auch wieder mehr Kickback. Kann aber auch wirklich dann am Pinsel liegen, dass der andere wirklich schön sanft und seicht war und dieser halt dadurch, dass der halt ein bisschen größer ist, ja, kann man das? Kann man? Oder ist da ein bisschen mehr Kickback drin? So. Ich habe gerade parallel den Kommentar gelesen und wusste dann nicht mehr, was ich gesagt habe. Ist auch immer wieder schick. Und den blende ich jetzt einfach mal mit dem anderen aus. Und ich muss sagen, die Pigmentierung dieser Palette gefällt mir echt gut. Manchmal sind die Pigmentierung, ich habe hier diese Pastellpalette zum Beispiel, von der ich meine, es ist eine Pastellpalette. Es ist jetzt nicht so, dass man bei Pastell jetzt unbedingt die krasseste Pigmentierung erwartet, aber manche Töne sind halt dann auch eher sehr seicht pigmentiert, was dann so ein bisschen schade irgendwo ist. Oder ich habe, wie heißt die? Aus den 70er Jahren, die eine Palette. Die hat Töne drin, Müsli Nova. Die hat Töne drin, die gerade die matten Töne, die sind halt, oder wo man eigentlich mehr von der Farbe erwartet, aber auf dem Auge kommt recht wenig rüber, von der Tiefe her. Das ist dann so ein bisschen schade, aber ich liebe halt Glam Shop wegen den Schimmertönen und nicht wegen den matten Tönen, denn dieser hat jetzt, guten Morgen, extremen Kickback hier. Also da brauche ich nur ganz, ganz vorsichtig reingehen und dann ist der Pinsel schon geladen und ja, das Fännchen ist trotzdem voll. Also ich tupfe da nur rein und trotzdem habe ich extremen Kickback irgendwo im Fännchen. Ich zeige das gleich mal. Und auch hier jetzt Fallout, aber dafür ist der halt, ich würde mal sagen, gut pigmentiert. So. Dann muss ich wieder einen Tacken höher gehen. Ich muss mir das echt mal angewöhnen, dass ich auf der Seite ein bisschen höher gehe. Jetzt gehe ich nochmal in den dunklen Ton rein und blende nochmal so ein bisschen die Ecken ineinander. So. Hat das bei euch auch übrigens Glatteis gegeben? Bei uns hat das extrem Glatteis heute Nacht gegeben wohl, oder beziehungsweise gegen Abend. Und es ist spannend, irgendwo hinzulaufen. Mein Großer hat sich direkt mal gemeldet und gesagt, lauft vorsichtig, ja, dann zur Schule oder zum Kindergarten. Ihr wollt ja nicht unbedingt ausrutschen. So, jetzt gehe ich in den hellen Ton rein und blende nochmal eine Runde weiter. Oh, der ist gar nicht mal so hell. Krass. Ich hätte den jetzt einen Tacken heller erwartet. Da sieht man nämlich auch, manchmal erwartet man zu wenig und bekommt dann viel mehr. Der ist jetzt auch, der hat jetzt auch wieder nicht so ein krasses Kickback. Also vielleicht lag es jetzt auch einfach nur am Pinsel, dass die Pinselhärchen von dem pinkigen lila Ton ein wenig härter sind. Anstatt, ja. Na, also das kann auch immer mal wieder zwischendurch sein, dass dann einfach der Pinsel zu hart ist für die Formulierung der Glam Shop Lidschatten. Aber ich muss sagen, mir gefällt das, was ich jetzt bis jetzt mit den matten Tönen gezaubert habe, recht gut. Ich habe jetzt diesen einen eher bläulich-lilanen Ton nicht benutzt, sondern wirklich nur die Richtung pinkig wärmeren Lila-Töne. Und besonders dieser dunkle Ton, der hat es mir echt angetan. Den hätte ich zum Beispiel gerne in der Dragons-Palette, in der Formulierung gehabt. Also von Essence zum Beispiel. Was haltet ihr von dem neuen Release von Natasha Denona? Die Berry? Ah, die Mini. Nee, Berry Collection habe ich noch gar nicht gesehen. Die habe ich noch gar nicht gesehen, glaube ich. Kam die gestern raus? Oder war die schon länger? Ich hab letztens einen Release gesehen. Oh Gott, das war bei Teresa is Dead, meine ich. Der hatte einmal so Richtung My Dreams Mini oder so war das.
Das hatte ich jetzt gesehen. Das war ja einmal ein Blush-Dings mit drei verschiedenen Farben, wo Blush und Highlighter mit drin war in so einer Mini-Palette. Und dann einmal so ein Lidschatten-Quadro, Fünfer, auf jeden Fall irgendwie sowas, Fünfer oder drei. Also die waren nicht schon nicht schlecht, aber ich fand die My Dreams-Palette von den Farben her 10-mal geiler. Und in der My Dreams-Palette ist ja, jetzt vorsichtig nochmal den pinken Ton rein, in der My Dreams-Palette ist ja dieser geile Multichrome drin. Ich habe den nur geswatcht. Ich habe den mal bei Sephora oder bei Douglas geswatcht. Also selbst habe ich die Palette nicht und fand den einfach geil, muss ich mal sagen. Ist seit gestern auf Trendmood. Okay, da muss ich nochmal nachschauen. Da weiß ich nämlich jetzt nicht. Warte mal. Ich schau mal eben. Ich habe ja mein Handy hier. Da. Oh. Du meinst das, ne? Die habe ich gestern übersehen sogar. Da noch mehr von? Gibt es da eine Palette auch noch von? Schick, schick. Nee, das ist nur hier Highlighter und... Ups, da ist es nicht. Die Blush-Palette, ein Eyeliner oder ein Kajal oder ein Lip-Liner und der Lippenstift. Finde ich toll. Finde ich farblich total schick. Gerade jetzt zu Valentinstag oder so, was ja auch schon wieder bald ist, finde ich den richtig, richtig schick. Oder finde ich die Farben der Palette echt schön, muss ich sagen. Gefällt mir. Genau. Ich nehme jetzt erstmal die Farben mit dem Finger auf, aber ohne Glitterglue. Denn Glamshop-Lidschatten sind manchmal ein bisschen... Okay, der passt jetzt eigentlich gar nicht dazu, ne? Das ist ja eher das Warme. Und das ist ja eher die kühle Richtung. Also den mit dem kombiniert, glaube ich, ist besser als den mit dem, was ich jetzt habe, zu kombinieren. Dann machen wir jetzt einfach erstmal pur rosa. Und ich habe von Glamshop auch eine andere Palette, wo so ein Rosaton drin ist, der aus der... mit Dove Latte Palette. Dieser Ton ist vom Unterton eher rosé. Der andere Ton ist vom Unterton eher pink. Ich weiß nicht, wie viel man da jetzt am Auge sehen würde von den Tönen, ob das jetzt so ein extremer Unterschied ist. Aber beim Swatchen, nur mal so, hat man da gesehen, dass es hier halt rosa ist am Unterton und das andere ist halt extremst pink. Wer jetzt irgendwie die eine Palette hat, glaube ich, braucht diesen Rosaton aus dieser Palette jetzt nicht. Aber wer sagt, Mist, der wäre mir zu ähnlich. Also die haben unterschiedliche Untertöne. Und Glamshop-Lidschatten halten halt meistens besser einfach ohne Glitterglue. Die haben schon genug Wumms vom Schimmer her. Und mit Glitterglue, dann verrutschen die einfach, weil die, ich weiß es nicht, ob jetzt da einfach zu wenig... Ob die zu dünn sind von der Formulierung her oder ich weiß es nicht, ob die sich einfach nicht gut mit dem Glitterglue vertragen, aber bei Glamshop Lidschatten habe ich das halt schon öfter gehabt, dass mit Glitterglue der komplett verrutscht ist und überall gelandet ist und ohne Glitterglue dann derselbe Lidschatten total gut funktioniert hat. Und jetzt gehe ich dann einfach in diesen mittleren Ton rein und blende das nochmal nach hinten so ein bisschen. Dann nehme ich jetzt auch einfach einen Pinsel und da sieht man nämlich auch, auch Glamshop-Lidschatten kann man theoretisch mit dem Pinsel auftragen, wenn man das gerne möchte. Man muss halt, darf halt nur nicht zu doll reingehen irgendwo, sonst läuft man in Gefahr, dass man sich den Lidschatten komplett zerstört. Aber ansonsten funktionieren und harmonieren die total toll miteinander irgendwo. So, jetzt gehe ich nochmal in den hellen zurück und setze mir den auch nochmal mit dem Pinsel so ein bisschen hin. Man muss immer ein bisschen hin und her. Also Glamshop-Lidschatten mögen es auch, dass man die wirklich mit dem Finger aufträgt, denn dann kann man die besser in die Haut reinpressen. Und ja,
Mag ich. So. Ich weiß nicht, ob ich den Lippenstift von der Natasha Denona-Reihe jetzt unbedingt tagtäglich tragen würde. Aber die Blush-Palette finde ich richtig schick von den Farben her. Mal was anderes und nicht immer dieses Standard, auch die Umverpackung finde ich geil. Die hat was. So, jetzt gehe ich nochmal alle matten Töne durch und trage die mir nochmal hier irgendwo auf. Und ich glaube, das war die bessere Entscheidung, jetzt einfach den pinken Ton über das ganze fast über das ganze Lid zu verteilen, anstatt jetzt in diesen anderen Lilaton zu gehen. Denn der andere Lilaton ist sehr, sehr kühl angehaucht mit dem Shift zu diesem goldenen. Hätte mir auch gut gefallen, aber ich glaube, dieser Ton ist einfach einen Tacken besser. Da ich Natasha Denona gerne habe, kaufe ich die Lady. Oh, cool. Ja, dann berichte mal bitte. Genau. Vielleicht gibt es die. Ich wollte vielleicht morgen nach Oberhausen. Vielleicht gibt es die ja schon im Douglas und dann kann ich auf jeden Fall mal Swatches machen. So, das ist auf jeden Fall schon mal der untere Teil meines Augen-Make-ups. Der erste Teil. Ich habe natürlich heute kein Wasser dabei. Ich nehme einfach von Sephora das Micellenwasser und mache mir hier einmal so ein bisschen das Fallout weg. Ist jetzt aber auch nicht extrem viel Fallout. Also da hatte ich gestern sehr viel mehr Fallout als das bisschen, was ich jetzt habe. Und ich muss sagen, die Farben, es ist pink. Es ist eigentlich eine schwere Farbe. Zumindest sagt man das ja, dass die schwer zu formulieren ist, finde ich. Die Farbübergänge, aber auch die Präsenz der Farbe richtig, richtig gut. Du schaust meine Storys nicht. Schaue ich deine Storys nicht? Doch, ich habe heute Morgen noch in dem Community-Post einmal rumgescrollt. Ah. Beziehungsweise ich war gestern gar nicht oft auf Instagram. Es kann natürlich sein, dass du die auf Instagram gepostet hast und da habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Das stimmt. Aber ansonsten habe ich heute Morgen sogar noch in deinen Community-Post gescrollt. Dann muss ich das mal nachholen. So. Also. Der Lidschatten sitzt schon mal soweit. Jetzt nehme ich die Under Eye Brightener von Catrice. Den Under Eye Brightener von Catrice. Einmal wieder unter meinen Augen. Wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat und das in die Routine mit einfließen lässt, ist der echt super. Beziehungsweise man muss halt sich wirklich dran erinnern, dass man den irgendwo hat. Und dann ist der, wenn man einmal den Step gemacht hat, kaum wieder wegzudenken, weil der macht halt noch mal ein bisschen schönere Augenpartie. Und gerade im Winter mag ich halt auch gerne ein bisschen mehr Feuchtigkeit auf meinen Augen, beziehungsweise unter meinem Augenbereich. Ich habe gestern festgestellt, dass ich echt mal eine andere, wie heißt das Zeug, eine andere Gesichtspflege so ein bisschen machen müsste, denn ich hatte das Gefühl, dass gerade hier so oder so meine Partien so ein bisschen ausgetrocknet sind von der Winterluft. Ich nehme jetzt einmal den Shea Glam Birthday Skin Primer und setze den mir so ein bisschen hier hin, wo ich die trockenen Stellen habe. Jetzt noch nicht mal über das ganze Gesicht, sondern einfach da, wo ich das Gefühl habe, dass meine Haut ein bisschen von der Winterluft angegriffen ist. Und dann geht's weiter. So. Genau, Foundation. Foundation ist wieder meine normale Routine. Ich zoome euch einmal einen Tacken wieder raus. Wow, ich habe es richtig hingekriegt, ohne euch reinzuzoomen zuerst. Und dafür habe ich jetzt meinen Spiegel verstellt. Da ist er wieder. Nein, da ist zu kühl. Da ist, glaube ich, besser, oder? Oder ist das? Mein Spiegel kann man nämlich diese drei unterschiedlichen Farben einstellen. So, jetzt einmal. Super. Ich sollte euch erst die Foundation zeigen, dann auf meinen Handrücken packen. Also ich nehme die Hälfte ungefähr von der Max & More Foundation, so ein Pumpel, und die Hälfte von der Revolution Matte Base Foundation. Denn die Max & More Foundation hinterlässt so langsam
Ringe an meinem Hals. Die ist ein bisschen zu dunkel. Im Sommer ist die, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, aber ich habe das Gefühl, dass ich bei der recht fix nachöle. Und das ist ja nicht Sinn der Sache, gerade bei, wenn man so oder so schon ein öliges Gesicht hat. Ich mische die mir dann einfach hier so ein bisschen zusammen. Muss jetzt auch nicht hundertprozentig perfekt sein. Und trage die mir grob auf meinem Gesicht auf. Und naja, dann mischt man sich halt mal wieder die richtige Foundation-Farbe. Mache ich so oder so irgendwie zu 90% der Fälle, dass ich irgendwo meine Farbe zusammenmische aus verschiedenen Foundations, die irgendwo miteinander harmonieren. Weil irgendwie, entweder ich bin zu blöd oder die, gerade, ich trage ja die meiste Zeit Drogerie-Foundations irgendwo. Gerade die Drogerie kommt halt mit den Farben nicht hinterher oder ich werde halt, ne, Winter heller und Sommer dunkler. Und dann passen die Farben einfach nicht mehr und dann muss halt nachgemischt werden. Ich habe mehrere verdunkelt oder beziehungsweise, ich habe glaube ich sogar noch den von Catrice oder Essence. Den Ton, mit dem man hier die Darkening Drops, ich glaube von Essence sind die. Die sind urmel alt, die funktionieren aber immer noch total gut. Und da kann ich nämlich auch mal, wenn eine Foundation wirklich im Sommer viel, viel zu hell ist, so ein bisschen mit den Darkening Drops arbeiten. Oder man holt sich halt eine Foundation, die viel zu dunkel ist und mischt sich die dann in andere Sachen rein. So wie meine Maybelline, ist das die Maybelline Active Wear Foundation, die ich in der Farbe Fair habe, wo man ja eigentlich denkt, Fair ist total passend für meinen Hautton, weil müsste ja theoretisch super, super hell sein. Die ist mir selbst im Sommer zum Teil noch zu dunkel. Und da muss ich halt immer wieder eine hellere Foundation irgendwo reinmischen. Ich mag die aber von der Konsistenz. Ich war jetzt aber bis jetzt habe ich es noch nicht eingesehen, mir da den richtigen Farbton irgendwo zu kaufen. Denn wenn man einfach nicht nur eine Foundation rumliegen hat, sondern mehrere Foundations in unterschiedlichen Tiefen und in unterschiedlichen Finishes und in unterschiedlichen Untertönen schon fast, dann kann man sich halt die richtige daraus mischen. Ah, die Kälte im Moment. Ja, die Kälte im Moment geht gar nicht. Obwohl, jetzt soll es ja in den nächsten Tagen wieder einen Tacken wärmer werden. Ich nehme jetzt hier den Concealer, den One Drop von Catrice, setze den mir dahin. Und den Jouer Concealer in Chiffon, um so ein bisschen hier noch zu verbessern, obwohl man da eigentlich heute, glaube ich, gar nicht mal so viel verbessern müsste. Ich setze jetzt einfach nur vorsichtig einmal hier unten so ein bisschen hin. So. Und blend das ganz, ganz leicht heute mal nur aus. Mehr, was ich auf meine Haut auftragen soll. Ja, also gerade diejenigen, die dann noch extreme Probleme haben, die leiden jetzt, glaube ich, richtig. Ne? Also ich habe ja eigentlich ölige Haut und eigentlich auch Haut, wo ich meine Pflegeroutine gar nicht so an das Wetter anpasse. Aber so langsam merke ich halt, dass hier trocken wird bei mir. Also so um die doofen Lachfalten. Ne? Das, was man überhaupt nicht haben möchte. Aber auch die Augenpartie so ein bisschen trockener wird. Und da muss ich so langsam wirklich mal meine Pflegeroutine anpassen, habe ich festgestellt. Und da meine Produkte so oder so fast alle leer sind und ich einfach mal in meine Box gucken müsste, sollte ich das mal schleunigst machen. Um einfach nochmal irgendwo ein bisschen, gerade jetzt Richtung Abend oder so, wo man dann auch mal Richtung öligere Produkte gehen kann, da auch mal so ein bisschen mehr dran anpassen. Ist so. Oder als Lippenpflege oder so. Ne? Aber ein kleiner Tipp, ein günstiger Lippenpflegetipp ist, darf man ja schon fast gar nicht sagen, aber diese Brustwarzensalbe von Balea. Die funktioniert jetzt als Overnight Mask oder so total genial. Und die benutze ich auch hier hinten, wenn ich merke, dass ich den ganzen Tag irgendwie vor Kälte, dass da meine Augen getränt haben, finde ich noch ein bisschen besser als jetzt Vaseline zu benutzen. Vaseline schließt ja eigentlich die Feuchtigkeit ein, ist aber auf, oder beziehungsweise ist Mineralölzeug. Ja, total randale, das stimmt. Dann ist wirklich doof. Und ich habe für mich festgestellt, dass es halt total gut funktioniert, wenn ich da dieses die Nachtpflege als Tagespflege und die Nachtpflege ein paar Tropfen Öl mit rein. Ja,
Genau. Darf ich aber auch nicht zu viel machen, denn dann rebelliert nämlich genau meine Haut wieder anders. Denn dann überpflege ich meine Haut, wenn ich zu viele Öle benutze und kriege deswegen dann, oder deswegen ist dann meine Hautbarriere nicht mehr so dolle. Hatte ich nämlich mal vor ein paar Jahren, beziehungsweise vor 2 Jahren oder so. Und das war auch nicht spaßig. Dann hast du nämlich diese, die nennt sich Stewardessen-Krankheit. Und dann siehst du aus wie, dann sind das halt so Art Pusteln überall. Und das macht nicht. Das ist auch nichts, was ich einem empfehlen kann. Deswegen, da muss ich echt immer aufpassen. Nicht Pflege, ja. Aber nicht zu fettig oder nicht zu ölreich. Ne? Also da muss ich echt immer extremst aufpassen, dass da nicht irgendwie zu viel Öle auf meine Haut kommen. Die darf gepflegt sein, die darf halt eher feuchtigkeitsspendend sein, aber nicht ölig. Oh. Das ist nämlich auch noch ein ganz, ganz spannender Punkt. Ich habe da nämlich extremst mal auf irgendwas reagiert. Ich weiß gar nicht von Wasser. Ich benutze das jetzt als, das war so ein Öl-Hybrid mit so einem Öl-Hybrid-Serum oder so hieß das. Schweineteuer. Ich glaube, die große Flasche um die 50 Euro. Finde ich schon eher teuer. Und die habe ich dann immer schön im Winter nachts dann vor meiner Tagespflege oder vor meiner Nachtpflege aufs Gesicht gegeben. Und habe dann extremst allergisch, beziehungsweise meine Haut hat da echt rumgezickt und dann ganz blöd drauf reagiert. Und das war auch nichts. Deswegen nutze ich jetzt gerade für die Lippen oder so, damit die gepflegt sind, aber halt nicht zu viel gepflegt und auch mein Gesicht ein bisschen mehr Tagespflege oder ein bisschen mehr Nachtpflege, aber wirklich eher auf Feuchtigkeit und nicht auf Öl. Auf Öl reagiert meine Haut ganz, ganz bitter und ganz, ganz böse drauf. Kann ich keinen empfehlen. Oder beziehungsweise, ne? Ist halt sowas, was ich dann festgestellt habe, dass das nicht bei mir geht, leider. Ja, und sonst halt Lippenpflege total gerne Richtung nachts. Das Brustwarzengel von Balea könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ist eine kleine Empfehlung von mir. Wirklich, das benutze ich tagtäglich, gerade Richtung abends, gerade Richtung, weil das halt so ein bisschen dickflüssiger ist, ein bisschen fettender. Das ist mit Lanolin. Also wer jetzt kein Wollwachs oder sowas auf dem Mund haben möchte oder wer jetzt da irgendwie schlecht drauf reagiert oder halt, weil es nicht vegan ist, das nicht mag, der muss dann leider doch was anderes, ist das meist die Lösung. Ich mache Jojobaöl, damit kommt meine Haut klar. Aber im Moment kennt sie sich mit der Kälte gerade nicht mehr aus. Also seitdem ich das mit dem Brustwarzenzeug mache, habe ich kaum noch Probleme mit trockenen Lippen, muss ich sagen. Es gibt auch in der Apotheke, ich glaube, das heißt weiße Salbe oder so. Bin mir da jetzt aber nicht so sicher. Das kann man sich anmischen lassen. Das ist auch super gut für Lippenpflege und so. Also da ist nämlich auch hier Wollwachs drin. Das ist dann so eine Kombination aus Wollwachs und anderen Wachsen. Und das ist genial. Wer da mal extreme Probleme mit hat. Kann ich auch gerne nochmal raussuchen, wie die Creme heißt oder wie halt die Lippenpflege heißt. Damit habe ich meine Lippen echt wieder lebendig gekriegt. Halt wirklich nur natürliche, beziehungsweise nur und on the top drinnen die trockene Heizungsluft. Ja, die hat was, ne? Trockene Heizungsluft, ne? Einmal fühlen, habe ich einigermaßen genug aufgegeben? Ich glaube, ja. Und dann gehe ich in den Tropical Bronzer von Riva Loves Me. Irgendwann lerne ich es nochmal, wie die Marke heißt. Übrigens mag ich den Bronzer. Was hattest du dir eigentlich alles gekauft bei Kiko, Claudia? Ich war ja ein bisschen perplex, dass diese Lidschattenpalette, die ich mir geholt habe, das ist übrigens die alte Version davon, die haben die auch nochmal remastered oder neu rausgebracht.
musste ich dann feststellen, nachdem ich die alte schon zu Hause hatte. Und Floating in Dreams, eine holländische YouTuberin, die gleiche Variante, nur mit einer anderen Verpackung gezeigt hat. Ich so, hä? Haben die, was ist denn jetzt los? Ja, und die haben sie nämlich nochmal neu rausgebracht, beziehungsweise nochmal die Verpackung geändert. Ich weiß nicht, ob was mit der Formulierung oder so ist, aber ich fand das halt recht witzig, dass sie da komplett was geändert haben. Und die neue kostet nämlich immer noch 16 Euro, nee, 15 Euro irgendwas auf deren Website und die alte Verpackung kostet 5. In der Lidschattenpalette sind insgesamt 2,5 Gramm für 9 Farben drin. Ich habe ja ein bisschen geschluckt, als ich das gesehen habe. Ich meine, die ist mega, mega klein, mega, mega süß gemacht, aber 2,5 Gramm fand ich schon krass. Wie viel ist denn der drin? Kann man das irgendwo sehen? Hat die das irgendwo draufstehen? Meistens haben nämlich die Paletta irgendwas, die Glamshop Lidschatten alleine eine ein Pfännchen hat um den Dreh meistens 1,5 bis 2 Gramm und da die ganze Palette einfach mal nur 2,5 Gramm. Ist auf jeden Fall eine Palette, die man schnell mal aufbrauchen kann. Ich sag's mal so, aber 15 Euro dafür verlangen, fand ich schon krass. Ich habe halt, wer das noch nicht gesehen hat, ich habe mir einige Art Foundations bestellt bei Glamshop, um zu schauen, ob die für mich als Bronzer funktionieren. Die Umverpackung ist nämlich einfach manchmal total süß gemacht mal wieder. Und die haben dieses, was sie letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr rausgebracht haben, diese Weihnachts-LE reduziert. Und wenn ich nämlich morgen wirklich nach Oberhausen fahren sollte, werde ich garantiert auch nochmal in den Kiko-Laden reingehen. Denn Kiko hat nochmal immer andere Dinge in den Läden reduziert als auf deren Website. Und, wenn man schon mal da ist. Ich bin halt nicht so häufig. Ich nehme wieder den Charm, den Ofra Blush in der Farbe Charm. Sorry. Ich glaube, der passt einen Tacken besser als der andere. Man hätte natürlich jetzt auch irgendwie eine fliederfarbene Blush nehmen können. Habe ich aber jetzt gerade nicht mitgebracht. Und ich mag den. Der ist so ein bisschen, ja, der ist neutraler, aber ein bisschen wärmer. Und das sind genau meine Blushfarben eigentlich. Wenn es nicht in Orange geht oder in Peach geht oder wie die Farben auch immer heißen, dann halt in diese bitte. Ich bin halt wirklich kein Fan von extrem lila-pinkigen Blushen oder dieses Barbie-Pink, das steht mir einfach nicht. Da fühle ich mich irgendwo immer total unwohl und mag das irgendwo nicht tragen. Diesen Blush könnte man übrigens auch gut als Bronzer-Ersatz schon fast nutzen. Also wenn man jetzt nicht unbedingt Bronzer benutzen möchte, reicht glaube ich auch, wenn man den Blush einfach nur grob auf den Wangenteilen aufträgt, damit ist das fertig. Und natürlich den Pure Nude Highlighter von Essence, die Originalvariante. Das ist einer von den letzteren, die es dann noch irgendwo bei Müller zu finden gab. Da habe ich mir den einfach mal geholt. Und ich finde, die sagen ja alle, der Pure Nude Highlighter hätte ja nur einen leichten Glow. Aber wenn man den so ein bisschen schichtet, und das kann man halt, hat der gar nicht mehr so einen leichten Glow. Dann hat er nämlich echt einen schönen, auch schon fast extrem Glow irgendwo. Man muss ihn halt nur irgendwo schichten. So. Noch einmal mit dem Blush drüber, um das alles nochmal so ein bisschen zu verbinden. Und ich finde, der Glow bleibt auch recht lange bestehen. Habe ich da jetzt zu viel geblendet? Beziehungsweise ich glaube, da bin ich mit meinem Highlighter einfach mal drüber gekommen. Da gehen wir dann nochmal hin und her. Genau. Gesicht ist erstmal soweit fertig. Beziehungsweise manchmal wirkt das in den Kameras härter, als es wirklich im wahren Leben wirkt. So gerade von der Verblendung her. Ist so, dann muss man halt nochmal ein bisschen nacharbeiten. So, jetzt gehe ich in den Violetti hier nach hinten nochmal rein, weil ich glaube, das beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass ich gerade mit dem Highlighter so ein bisschen drüber gegangen bin und mir das so ein bisschen da versaut habe hinten. Und jetzt gehe ich einfach in diesen Viola, das war hier der Schimmerton, beziehungsweise der metallische Ton, der aber jetzt nicht so viel Schimmer drin hatte, wie jetzt die restlichen, und setze mir den einfach mal am unteren Wimpernkranz. Ich glaube, da sieht man nämlich auch, da ist nämlich gar nicht so wenig Schimmer drin.
Und dadurch, dass der halt eher metallisch ist, mit viel matten Pigmenten irgendwo drin, lässt er sich meistens irgendwo besser auftragen mit einem Pinsel, anstatt jetzt so diese flaky Shades. Und den setze ich mir jetzt einfach ganz am unteren Wimperkranz, um einfach nochmal eine Farbe aus dieser Palette zu benutzen. Jetzt gehe ich nochmal in den dunkleren Ton rein, in Violetti, also in den dunklen matten Ton und setze den mir nochmal ganz hier hinten hin, um die Verbindung irgendwo zu haben. So. Also ich mag den Look bis jetzt sehr, sehr gerne, muss ich mal sagen. Ist halt genau mein Fall. Ist halt so ein bisschen wärmeres Lila, eher Richtung Pink. Ich blende jetzt nochmal einfach mit einem Pinsel auch so entweder noch ein bisschen helles Pigment dran ist oder gar kein Pigment mehr. Damit das alles so ein bisschen noch seichter und sanfter ausgeblendet ist. Ohne jetzt dann nochmal irgendwo in Farbe reinzudippen. Da sieht man auch, da ist noch ein bisschen Farbe übergeblieben. Und jetzt im Inner Corner. Haha. Der Inner Corner. Ich glaube, ich mache das so wie gestern. Ich mache einen matten Inner Corner, weil den Pinkton, den haben wir ja schon über das ganze bewegliche Lid aufgetragen. Und das ist im Prinzip der hellste Ton, der jetzt so in der Palette drin ist. Gestern hat mir das recht gut gefallen mit dem matten Inner Corner. Den habe ich auch wirklich gestern so den ganzen Tag getragen. Und jetzt machen wir das einfach nochmal. Ich mache den Pinsel sauber und gehe jetzt in den, oh Gott, in den hellen lila Ton rein, in den. Und setze mir den hier rein und schau mal, wie gut der pigmentiert ist und wie gut der als matter in der Corner harmoniert. Das Hochwasser ist soweit runtergegangen. Der Fluss ist aber noch nicht wirklich wieder in deren Flussbett. Also es ist immer noch ein Tacken Hochwasser da, ist aber jetzt wirklich nicht mehr so extremst schlimm. Dafür haben wir jetzt auf den wie heißt es, auf den Feldern, wo das Wasser dann auch gestanden hat, jetzt einfach mal einen kleinen Teich, einen kleinen See, da werde ich gleich mal hingehen, nehme meine Schlittschuhe mit und gucken, ob ich darauf fahren kann. Bin ich nämlich schon voll gespannt drauf, ob das funktioniert, ob der einbricht und ich im Wasser lande oder ob man so eine Runde Schlittschuh laufen kann. Bin ich immer so ein bisschen neugierig. Ansonsten, also man sieht immer noch, auf Patrouille bin ich schon lange nicht mehr. Also bestimmt seit einer halben Woche oder so schon nicht mehr. Ich gehe regelmäßig dort spazieren. Also ich sehe immer wieder den Unterschied. Wann war ich denn? Gestern war ich nicht raus. Vorgestern war ich spazieren. Gestern war ich auch. Gestern Morgen war ich spazieren. So, aber gestern Nachmittag war ich nicht mit den Kindern nochmal raus. Und ist halt schon echt einiges zurückgegangen. Ne? Also die Lippe, unser Fluss, der ist noch lange nicht im Flussbett zurück. Also da fehlt noch mal einen ganzen Tacken. Aber ich trage jetzt hier, also ich tupfe und versuche das soweit irgendwie sichtbar zu machen, den Pinkton. Ich glaube, das klappt ganz gut. Ist noch immer nicht wieder so im Flussbett, wie er mal war. Beziehungsweise man sieht halt immer noch, dass der extremst Hochwasser hat. Aber es ist halt nicht mehr so hoch wie vorher. Und bei weitem nicht mehr so hoch wie vorher. Also vorher war ja wirklich kurz vor Überlaufen. Und jetzt ist bestimmt schon 1,5-2 Meter zurückgegangen, wenn nicht sogar noch mehr. Also zum Glück. Also wir sind gerade eben nochmal so weggekommen. Hätte es jetzt noch 2-3 Tage länger geregnet oder so bescheiden gewesen, dann wären wir garantiert untergegangen. Also da wäre uns nicht durch den Deich, Deich heißt das Ding. Das wäre nicht über den Deich gelaufen, sondern das wäre hintenrum von der anderen Seite bei uns ins Dorf gelaufen. Also da müssen die vielleicht auch nochmal fürs nächste Mal nacharbeiten, weil da haben ungefähr nur noch 30-40 Zentimeter gefehlt. Und die werden halt schnell dazu gekommen. Die Lippe hat sich wirklich jede Auslauffläche, die wir so bei uns ums Dorf drumherum haben, gesucht
und es hat noch gerade eben damit funktioniert, aber 2-3 Tage später und da wäre nichts mehr zu retten gewesen. Und das wäre dann richtig spannend geworden. Denn dann funktioniert direkt auch die Kanalisation nicht mehr. Der Grundwasserspiegel steigt ins Unermessliche. Und noch nicht mal selbst, dass man dann den Fluss vor der Nase hat, sondern wirklich, dass der Grundwasserspiegel einem alles kaputt macht und dann sinkt man halt dadurch ab. Hatten wir schon öfter. Ja, ich suche gerade ein Frühling und mache gerade mal eben meine Augenbrauen. Aber so haben wir jetzt halt viele schöne Wasserflächen, die jetzt in den letzten paar Tagen doch eher zugefroren sind. Und ich wollte heute Morgen oder gleich einfach mal schauen, was denn so der zugefrorene Teich da Richtung Ende des Dorfes macht. Oder nicht Teich, aber na okay, es ist schon fast ein Teich. Also da ist nicht viel Wasser weggegangen. Das ist halt ein Riesenteich irgendwo. Aber nicht tief, dadurch, dass halt da eigentlich drunter ein ganz normales Feld ist. Ja, ich will ausprobieren. Ich habe ja früher in meiner Kindheit Rollkunstlaufen gemacht. Und kann auch recht gut Schlittschuh laufen. Rollkunstlaufen ist im Prinzip das, was man im Fernsehen mit Eiskunstlaufen sieht. Also Pirouetten drehen, Sprünge machen und so weiter, nur auf richtigen Disco-Rollern, kann man schon fast sagen. Also diese, keine Inliner, sondern wirklich die zwei nebeneinander Rollschuhe, die man so von früher noch kennt. Und damit habe ich halt, oder das habe ich als Hobby circa 20 Jahre gemacht. Jetzt seit, wie alt ist er denn? Der Große ist jetzt, der wird 12, also im Prinzip seit 13 Jahren mache ich das nicht mehr. Denn ich habe vor den Schwangerschaften erst aufgehört, richtig zu trainieren. Und ja, aber trotzdem kann ich es halt. Also ich brauche mich da nur draufstellen, auch auf Rollschuhe oder auf Schlittschuhe und kann fahren. Und das werde ich dann heute einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, das funktioniert. Bin schon sehr gespannt. Ich wollte es aber jetzt so ein bisschen antauen lassen, weil ich glaube, sonst würde man gar nicht erst dahin kommen. Denn bei uns war heute Nacht wirklich dieser Eisregen da. Und man läuft im Prinzip schon Schlittschuh bis dahin. So. Es wird so langsam echt schwierig, diesen Augenbrauenstift zu benutzen. Denn die Spitze oben ist recht breit oder hier dieses Plastik ist recht breit. Und man muss ja jetzt so langsam den Stift gerade aufsetzen. Und mir fällt das dann immer ein bisschen schwer, das zu machen. Egal. So, also sehr wahrscheinlich wird auch morgen kein morgen, also am Samstag kein Live gehen. Und am Sonntag auch kein Live gehen. Sonntag auf jeden Fall nicht. Denn da ist Wellness-Tag mal für mich angesagt. Und Samstag, also morgen, sehr wahrscheinlich auch nicht. Denn da wollen wir ja was mit der Familie unternehmen. Und ja, dann sind die halt morgens noch wach, beziehungsweise dann sind die schon wach. Und dann kann man halt irgendwo nicht mehr in Ruhe irgendwie was machen, ohne dass dann halt das pure Geschrei losgehen würde zwischendurch. Oder halt sich grob gespielt wird. So, ich schaue gerade. Ja, das habe ich vergessen. Mal eben in meine Kiste wühlen. Oder auch doch nicht. Ich suche gerade mein Augenbrauen-Gel-Zeug. Habe ich das irgendwo noch da drin? Ich muss mal eben schauen. Tja. Oder bin ich nur zu blöd und habe das irgendwo vergraben? Super, das ist immer so eine Sache. Eigentlich habe ich das nicht vergraben. Eigentlich lege ich das immer gerade in meine Kiste wieder zurück. Aber irgendwie ist es nicht mehr da. Ja, dann machen wir erstmal ohne Gel weiter, würde ich sagen, oder? Ich nehme einfach das von Catrice. Das ist ja das mit Farbe drin. Es hält nicht so gut wie jetzt das Gel, was ich vorher hatte. Und die Farbe ist einen Tag dunkel für mich, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, richtig mit Rollschuhen. Und das hat mega, mega Spaß gemacht damals. Hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Man sieht krass, wo ich überall noch Haare habe, wenn man die mal wirklich alle tuscht.
Übrigens funktioniert so eine Augenbrauenmascara auch meistens eigentlich auf den anderen Wimpern ganz gut. Nur mal, wer die zwischendurch mal einfach vergessen hätte oder so, wenn man in den Urlaub fährt oder woanders hinfährt oder so, so eine Mascara funktioniert meistens auch Richtung Wimpern ganz, ganz gut. Musste ich schon mal ausprobieren. Ist natürlich dann nicht so intensiv, aber wer jetzt sagt, er müsste unbedingt seine Wimpern tuschen, hat aber nur hier so ein Augenbrauending da, kann das auch echt mal ausprobieren. Wird jetzt vielleicht nicht den genauen Wimpernkranz dann benutzen oder so, aber sonst geht das eigentlich. So, und ich mach's mal. Super, wo habe ich mir jetzt wieder hingeschmiert? So. Also bei mir klappt das jetzt gerade ganz gut, muss ich sagen. Jetzt mit dieser Mascara. Ich habe die jetzt das zweite Mal in Gebrauch. Die müsste jetzt halt nur richtig gut halten. Aber ansonsten kann ich mir das gut vorstellen, die als Solo-Produkt jetzt einfach mal für den Urlaub mitzunehmen. Denn schnell gemacht ist es. Man muss dadurch, dass die halt so dunkel ist, ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ansonsten. Ich überlege jetzt gerade schon, es gibt ja von Catrice jetzt die neue das neue Augenbrauenprodukt, das Brow Freeze in, oder nee, nicht, das heißt Wow Brow oder so. Das gibt es nämlich jetzt auch mit Farbe. Das muss ja dann garantiert noch mal einen Tag besser halten. Das überlege ich nämlich jetzt gerade schon mir vielleicht, wenn Catrice und Essence Update da ist oder wenn das in den Läden ist, schon mal mitzunehmen. So. Weil das funktioniert jetzt gerade richtig gut. So. Mag ich, könnte ein Tacken dunkel sein für mich, aber besonders wenn ich dann meine Haare zusammen gemacht habe oder so, fällt das oder so nicht so doll auf, dass das ein Tacken zu dunkel ist. Und man kann sich die echt schön legen. Man sollte da jetzt nur nicht extremst nochmal dran rumfuchteln und dran rumgehen, aber sonst, ich mag's. Ich sollte mal ein bisschen Bushy Brows, aber auf jeden Fall mal eine gute Alternative. So, ich nehme wieder die Lash Paradise von L'Oreal. Die hat ja dieses schöne tannförmige Bürstchen, was jetzt aber nicht zu tann, beziehungsweise ist wie von Benefit Nummer 5. Ah, ja cool. Ich hatte früher das nur von Essence. Das auch die ähnlichen Spoolie hatte. Und fand das echt gut. Aber das hat halt jetzt nicht so gehalten. Und ich finde, gerade so im ersten Moment hält es jetzt ganz, 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 ganz toll. Muss ich wirklich, entweder ich muss mir hiervon mal die hellere Farbe holen, weil ich glaube, das ist irgendwie braun, was die Claudia mir da gegeben hat. Oder ich muss das Neue ausprobieren. Das Brow Like a Boss oder so, was die ja jetzt mit Farbe rausgebracht haben. Weil eigentlich reicht sowas für meine Augenbrauen. Ich habe ja recht viele Augenbrauen. Ich brauche mir die auch so gut wie gar nicht zupfen. Ich zupfe, wenn überhaupt, mal hier so diese kleinen Härchen weg. Aber ansonsten bin ich da echt faul mit und lasse die so schön wachsen, wie sie sind. Und theoretisch bräuchte ich nur hinten ein bisschen mehr auffüllen und vorne wären die eigentlich schon genauso gut da. Und dadurch, dass ich jetzt hier wirklich nach komplett vorne gegangen bin, finde ich das gar nicht mal schlecht, beziehungsweise gekommen bin, hatte auch einen Vorteil. Ja, meine Augenbrauen haben halt das eigene. Also ich brauche im Prinzip auffüllen und einmal ein bisschen festtackern, weil sonst haben die dieses Eigenleben, dass die nach unten wandern wollen. Und mir hat das eine ganze Zeit lang gar nichts ausgemacht. Da habe ich das auch gar nicht gemerkt, beziehungsweise habe ich das auch nie gemacht. Irgendwie die Augenbrauen nochmal fixiert. Aber wenn man älter wird, rutscht ja alles auch ein bisschen nach unten. Und dann, ich habe ja schon so oder so schon nicht so viel Platz zwischen Augenlid und Augenbraue. So, einem anderen wieder. Und dann habe ich das Problem, dass das noch weniger Platz ist und dann noch gedrungener irgendwo wirkt. Und das ist so mein Problem dann dabei. Und deswegen mag ich das eigentlich gerne, wenn ich die eher Richtung
nach oben stelle. Dankeschön. Ich bin auch eine der wenigen aus meinem Freundeskreis gewesen, ich habe jetzt noch einmal reingetuscht, die nicht den Trend mitgemacht hat und sich die Augenbrauen schmal gezupft hat. Ich war nämlich viel zu faul. Und weil meine eine Freundin immer gesagt hat, oh mein Gott, ich habe die so komisch gezupft, jetzt sitzen die komplett nicht und jetzt funktionieren die komplett nicht, habe ich das dann mal zum Glück sein gelassen und habe recht wenig mit meinen Augenbrauen gemacht zu der Zeit. Und ja, ich bin im Nachhinein bin ich total froh, weil ich halt jetzt noch meine normalen Augenbrauen habe. Und meine Freundin hat Probleme, die hat nämlich nur noch so Stumpen da stehen, so vom ganzen Zupfen. Und ich mag halt an mir auch lieber ein bisschen mehr Augenbraue anstatt weniger Augenbraue. Ich finde, das formt immer das Gesicht wunderschön. So. Ja, im Nachhinein war ich echt schlau, dass ich das nicht gemacht habe. Dafür habe ich halt den Trend mit dem Kajalstift, mit dem Schwarzen mitgemacht. Ich gehe jetzt noch einmal in die Catrice Glam and Doll Volume Mascara rein, um nochmal hier so ein bisschen mehr Länge zu kriegen. Auch wenn das Volume ist, finde ich, macht die ganz gute Länge. Und die Trend, dadurch, dass hier dieses Bürstchen so extrem spitz und spiky ist, nochmal recht gut die Wimpern. Und man kriegt nochmal ein bisschen mehr Wimpernaufschwung. Super, ich sollte vielleicht mal meinen Spiegel ein bisschen niedriger setzen. Wenn man einmal so angefangen ist mit dem Spiegel, ich bin ja eine, die sich sonst immer vor YouTube im Badezimmer geschminkt hat und dann so einen schönen großen Vergrößerungsspiegel hatte und alle Sachen dann aufs Waschbecken gelegt hat. Also im Prinzip hatte ich beide Hände frei, um mich zu schminken. Und auch in die Palette zu gehen und die Palette dann halt wirklich in die Hand zu nehmen und dann in die Lidschatten reinzudippen. Und seitdem ich YouTube mache, musste ich mich dann erst dran gewöhnen, gar nicht mehr so irgendwas hinzulegen, beziehungsweise doch hinzulegen oder halt vor mir hinzulegen und dann vorsichtig reinzudippen und dabei zu sitzen. Das war für mich echt so eine Aufgabe, wo ich mir am Anfang dachte so, oh mein Gott, wie sollst du im Sitzen dein Make-up machen? Und jetzt habe ich mich da so dran gewöhnt, dass ich das total komisch finde, im Stehen zu machen. Und jetzt habe ich mich auch schon mehr oder weniger dran gewöhnt, dann halt den Spiegel als Ersatzspiegel für meinen damaligen Spiegel zu benutzen. Ich kann mich wunderschön in so einen Spiegel schminken, der so ein bisschen weiter weg ist. Aber für die kleinen Details bin ich immer noch eine, die wirklich in den Spiegel rückt, an den Spiegel ranrückt, weil ich hatte ja bis vor, wie alt ist die Kleine? 5 Jahre? 6 Jahren. Bis vor 6 Jahren extreme Kurzsichtigkeit und habe dann auch entweder mit Kontaktlinsen mich direkt geschminkt oder vorab dann Brille aufgesetzt oder beziehungsweise ohne Kontaktlinsen geschminkt und musste dann so nah dran gehen, um was zu sehen. Und das ist irgendwie noch da drin. Und so kriege ich halt nochmal eine bessere Übersicht, wie mein Make-up aussieht. So, da habe ich jetzt meine eine Augenbraue, die ist von da nach, beziehungsweise die Wimper. Die letzten äußeren, die mögen einfach nicht so liegen, wie die anderen liegen. Ich drücke jetzt einfach nochmal einen Tacken hoch. Übrigens auch immer mal wieder ein Tipp, wenn die Dinger nicht so liegen wollen, dass, wenn die Mascara halb angetrocknet ist, einfach nochmal nach unten gucken, Wimpern drauf, kurz warten und dann hochgucken und dann liegen die nochmal einen Tacken höher. Funktioniert öfter, funktioniert auch nicht immer. Und wenn die dann so komisch spiky nach oben sind, ziehe ich einfach die Mascara von oben oder von den Seiten wieder ab und bin damit dann durch. So, jetzt hatte ich mir aber einen Lippenstift hingelegt, das weiß ich ganz genau. Habe ich den irgendwie unter meinem Spiegel vergraben oder so? Nee. Der steht da einfach und ich hatte gedacht, ich hätte ihn hingelegt. Ich habe nämlich mir jetzt einfach mal den Lippenstift, den Caring Shine von Essence mitgenommen, beziehungsweise mal wieder rausgekramt, in der Farbe 203, My Advice. Ich habe den, oh Gott, der ist schon ein bisschen, der ist jetzt nicht alt, aber der ist schon, riecht aber noch gut. Ich weiß gar nicht, aus welcher Serie der ist. Also ich weiß nicht, ob diese Serie aktuell ist, vermutlich nicht mehr. Ich finde den aber wirklich, wirklich schön. Der wird relativ dunkel, ist er aber gar nicht auf den Lippen. Das ist so einer, der wirklich ein bisschen Pflege mitgibt. Und
da seht ihr das, nicht zu viel Farbe. Und sowas ist ja genau meins. So ein bisschen nude, aber ein bisschen mehr betont. Ist genau das, was ich an Lippenstift gerne mag. Also von denen könnten sie ruhig gerne nochmal, ich weiß gar nicht, die Serie überarbeiten oder die Serie wieder neu rausbringen. Denn die fliegt, wenn sie weg ist, ist sie weg. Man hat nicht das Gefühl, dass sich die komisch irgendwo abträgt oder so. Also dass da irgendwo Lücken sind oder dass man da, dass man nachher Zeit komisch aussieht irgendwo, wenn man vergessen hat, das wieder neu aufzutragen. Kenne ich nämlich auch, dass ich dann aussehe wie Hulle. Und also wie blöde, weil da mein Lippenstift da ist. So. Ich würde mal sagen, das war ein voller Erfolg mit der Palette. Ich liebe diesen Look gerade. Ich feiere den total. Also ich mag dieses Dunkle am äußeren Wimpernkranz oder im äußeren Bereich. Ich mag aber auch die Farbzusammenstellung. Also nächstes Mal werde ich den Ton mit diesem hier kombinieren, denn das ist ja so ein kühler lila Ton, wie ich schon gezeigt hatte. Und das ist auch eher Richtung kühl. Ich glaube, die beiden harmonieren besser zusammen und dann halt den, ich glaube, die gehen auch zu, die Farbkombination. Ich mag den Ton total gerne. Der ähnelt so ein bisschen dem aus der Paris-Palette von BH Cosmetics, ist aber vom Schimmerton doch nochmal wieder komplett anders und auch von dem Unterton von dem Lila. Ich liebe diesen Ton, weil er die Midove Latte Palette hat. Das ist der, den ich jetzt hier über das ganze bewegliche Lid trage. Der hat einen ähnlichen Ton drin. Das ist diese braune Palette, so Richtung Kaffee. Der ist aber pinkiger, der andere ist, der ist rosaner, der andere ist pinkiger. Genau, das ist so ein ähnlicher Ton wie aus der aus der Serenity Palette von gestern, dieser Lila, der bläulich-lila shiftet. Also ich liebe die Palette. Die gibt es leider nicht mehr auf der Glamshop-Website, meine ich. Die habe ich mir nämlich letztes Mal im Ausverkauf geholt und hatte wirklich Angst, dass ich die nicht mehr erwische. Aber ganz viele Farben, die so in deren Paletten haben, gibt es meistens auch noch irgendwo einzeln zu kaufen. Und im Moment, glaube ich, haben die kompletten Abverkauf, weil matte Töne kosten da, ich glaube, 50 Cent oder so. Und auch viele Schimmertöne sind dann recht günstig zu erhalten. Man muss dann einfach mal schauen, wie die Namen sind, beziehungsweise die gibt es dann auch nur in den Namen, in den polnischen Namen. Und ich weiß nicht, ob man auf der Glamshop-Seite noch nach der Violetti-Palette suchen kann. Denn manchmal kann man dann einfach diese Namen nochmal eingeben. Die haben nämlich alle Namen, auch wenn die alle komisch klingen und komisch aussehen. Und dann kriegt man diese als nochmal Einzellidschatten für eine magnetische Palette. Die sind jetzt, so wie ich gehört habe, die sind alle magnetisch, beziehungsweise das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Aber die sind in dieser Palette angeklebt. Nicht so wie die Colourpop-Paletten, die sind ja wirklich nur magnetisch. Und man kann sich die einfach mit so einem Magnetschieber da rausholen. Bei denen ist das nicht so. Die muss man nämlich dann auch wirklich zerstören, wenn man diese Palette auseinandernehmen möchte, weil die unten irgendwo angeklebt sind. Ja, das war jetzt mal die Violetti-Palette. Könnte ich mir von Glamshop immer wieder neue Sachen bestellen? Mhm. Werde ich mir immer wieder neue Sachen bestellen? Garantiert, weil ich liebe einfach Glamshop. Und gerade diese Palette macht total was her. Ich bin schon gespannt, was die als Neues wieder rausbringen. Die haben ja Vierer-Quartz Richtung Nabla-Quartz rausgebracht, die mich auch irgendwo interessieren. Ich weiß nur nicht, ob ich dann die ganzen Schimmertöne irgendwo doppelt habe. Ich bin gespannt, was die an Multichromes wieder neu rausbringen. Die haben ja 6, ich glaube um die 10 Multichromes, 9 oder 10 Multichromes in deren Sammlung für an die 10 Euro pro Multichrome. Wer jetzt da mal irgendwie so schauen möchte, ich bin nicht gesponsert oder so, also ich finde einfach nur die Marke toll. Jetzt nicht, dass einer denkt, dass ich irgendwie die Sachen irgendwo zugeschickt bekommen habe und deswegen gut darüber rede. Nee, ich mag die Marke wirklich. Bis auf die, also es gibt 2 Paletten, ich werde auch nochmal so ein kleines Glamshop Paletten-Ranking machen, dann werdet ihr sehen, welche 2 Paletten ich meine, die ich jetzt nicht extremst gut finde, aber trotzdem schön sind. Aber ansonsten haben mich bis jetzt alle Paletten von denen echt gut überzeugt. Und so, nein, sieht komisch aus. So, machen wir so wieder. Oh, nope, bitte Licht. Ah.
falsch nahelegt. Egal. Auf jeden Fall, Glam Shop ist eine Marke, die kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe schon mal gehört, dass Cosmetic for Less mit denen so ein bisschen verhandelt. Ich bin gespannt, ob die das hinkriegen, denn dann werde ich mir die Marke garantiert über Cosmetic for Less bestellen, denn ich weiß gar nicht, wie viele Paletten ich habe und wie viele Single Lidschatten ich habe von denen. Die sind einfach genial. Ich liebe die. Sorry für den ganzen Hype um Glam Shop, beziehungsweise um das, diesen ganzen, ich mag die halt. Und wer jetzt einfach mal schaut, im Moment, ich weiß es gar nicht, was die im Moment für Angebote haben. Ich schaue mal eben parallel nach. Wenn ich meine Tasse jetzt hier rüber stelle und meine Maus dann kriege. Ich habe heute Morgen schon mal kurz geschaut. Die haben nämlich in der Sale-Variante, haben die einfach jetzt so als Beispiel, ich glaube 46 Cent gibt es die matten Lidschatten als Einzellidschatten. Es gibt zum Teil die Pearl oder Ultra Pearl Lidschatten, das sind hier die meisten auch drin, für 1,15 Euro. Die habe ich gar nicht. Die Palette Ballada gibt es für 18 Euro. Aber auch, es gibt wirklich Paletten für, wenn sie die jetzt noch haben. Glam Shop, Pigments Tumor, nein, Sale, wo haben sie denn? Eyeshadow Palette, da. Ich weiß gar nicht, wie viele sie noch jetzt drin haben. Die jetzt noch drin sind, die habe ich. Doch, die Abstrakia Palette habe ich. Die ist jetzt so in Ordnung, ist aber jetzt nicht unbedingt das Beste, was ich jetzt gefunden habe, beziehungsweise selber habe. Aber zum Beispiel, ich kann mir gut vorstellen, dass die Glam Shop Morelova Palette ganz gut ist. Und die kostet halt mal im Moment 8 Euro oder 10 Euro, 9 Euro. Und für den Preis so geile Qualität zu bekommen, ist halt der Wahnsinn. Ja. Dann haben sie noch eine ganz matte Palette, dann haben sie noch eine natürliche Palette, eine rote Palette. Jetzt gerade für diesen günstigen Preis. Und sonst kosten Glam Shop Paletten um den Dreh 20 bis 30 Euro, eher 30 Euro, wenn die Tacken größer sind. Also, ich finde die gut. Und deswegen kann ich da auch einfach nichts gegen sagen. So, das war es jetzt mal einfach der Look von heute mit der Fioletti Palette. Und wir sehen uns am Montag wieder. Am Sonntag kommt nochmal ein Video, das letzte Video zu meinem Palettendeklatter online. Wer sich das nochmal anschauen will, da kommt nämlich auch die Info ganz zum Schluss, wie viele Paletten ich aussortiert habe und wie viele Single-Lidschatten ich aussortiert habe, beziehungsweise Single-Lidschatten und Flüssig-Lidschatten und so, und wie viele ich behalten habe, bevor ich bei Krico und Douglas bestellt habe. Ja, ich weiß, es sind schon wieder 4 oder 5 mehr, aber egal. Wird auch garantiert im Laufe des Jahres wieder mehr werden, aber dann, ich werde die Klatter-Serie jetzt auf jeden Fall jedes Jahr, beziehungsweise jedes halbe Jahr sehr wahrscheinlich sogar wiederholen und dann wird sich zeigen, was ich so jetzt alles in den nächsten Zeiten aussortiere und beibehalte. Nächste Woche kommt dann nochmal die Klatter von Highlighter, von Blushes und von Face-Produkten, also Highlighter und hier diese Face-Paletten und so weiter und Bronzer online und ja. Das sind erstmal so die groben Sachen, die jetzt in der nächsten Zeit online kommen. Und Holz und die ganzen anderen Dinge. Ich sag's mal so, mir fällt jetzt nicht jetzt alles ein. So, ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Vorsichtig, draußen ist Glatteis, zumindest bei uns. Also passt auf, wenn ihr dann irgendwo raus müsst. Und ja, wir sehen uns einfach mal spätestens Montag dann bei meinem nächsten Live wieder. Wenn dann jetzt einfach mal die Worte finden. Ich sag mal Tschüss und schönen Tag noch euch. Und genießt das Wetter, es ist ja zumindest nicht mehr ganz so kalt.